Manchmal kommt dann halt alles ein bisschen zusammen. Heute zum Beispiel. Ich hatte eigentlich zwei interessante Meldungen, die ich mit euch teilen wollte. Zwei Sachen, über die ich mit euch sprechen wollte. Und daraus wird jetzt doch nichts. Ich wollte nur mal so vorneweg sagen, dass ich eigentlich immer, wenn ich ein Video machen möchte, wo ich so ein bisschen mit euch über Neuigkeiten sprechen möchte, ein bisschen über Nachrichten sprechen möchte, dann suche ich mir die Themen dazu meist schon ein, zwei Tage vorher raus. Lese mich dann in die Sachen so ein bisschen rein, gucke, ob mir das gefällt, gucke, ob man da so ein bisschen was drüber erzählen kann. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass man darüber sprechen kann oder noch besser, dass ich vielleicht durch meine Person, warum auch immer, so ein bisschen was darüber erzählen kann, ein bisschen was dazu sagen kann und vielleicht ein bisschen was dazu beitragen kann, damit das Video überhaupt eine Rechtfertigung hat, naja, dann entscheide ich mich dazu, daraus schreibe ich ein Skript und mache ein Video daraus. Also fange ich an zu schreiben, das geht manchmal ein bisschen leichter von der Hand, manchmal ein bisschen schwerer, dann dauert es ein bisschen länger, aber ist ja alles nicht schlimm. Aber genau das ist ja auch gerade das Schöne, das Gute an YouTube und an diesem Kanal. Ich muss nicht auf Krampf unter Zwang als Erster euch irgendwelche Nachrichten präsentieren, am besten noch mit Informationen, die über 20, 30 Ecken ganz schnell irgendwie weitergegeben werden mussten. Sondern ich kann viel entspannter an solche Themen rangehen. Ich kann mir die Informationen ganz entspannt zusammensammeln, Informationen zusammentragen und euch dann ein Paket an Informationen am Ende daraus schnüren, sodass das Video für euch interessant ist und ihr am Ende etwas über dieses Thema wisst. Ich kann dann entspannt darüber berichten. Es ist so, als würde ich entspannt mit euch darüber sprechen und dann kann ich mir ganz viele verschiedene Meinungen von ganz vielen verschiedenen Leuten anhören. Das ist eine coole Sache, die ich sehr genieße. Und dann hatte ich mir für heute eigentlich folgendes Thema rausgesucht. Eine Boeing 737-800, der India Express, die beim Takeoff nicht wirklich aus dem Quark kam. Warum wird an dieser Stelle noch untersucht? Und dann sollte es zusammen mit anderen Beispielen darum gehen, wie ein kleiner Fehler beim Start zu einem ziemlich interessanten Unfall führen kann, der hier durch die India Express Crew nur durch einen Knall wahrgenommen wurde, bei dem man sich nicht weiter etwas gedacht hat. Und so flog man mit einem riesen Loch im Rumpf einfach weiter. Das ist ziemlich interessant, aber auch nicht das erste Mal passiert. Aber gestern Abend bzw. heute Morgen haben dann doch sehr viele von euch in den Kommentaren oder per Mail nach einem anderen Thema gefragt. Und jetzt, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, dann ja, möchte ich doch deutlich lieber darüber sprechen. Bringt aber einen großen Nachteil mit sich. Und zwar, während man diese India Express Sache mit der 737-800 doch auf der einen Seite echt so ein bisschen belächeln darf. Kann man durchaus machen. Also der Fall ist sehr fraglich und man kann sich darüber streiten, aber man darf das auch durchaus mal ein bisschen belächeln und deswegen kann man da auch sehr entspannt drüber sprechen. Das ist mit dem Vorfall, um den es jetzt geht, irgendwie leider nicht mehr so. Und das ist eigentlich ziemlich selten auf diesem Kanal der Fall, deswegen fällt mir das auch fast ein bisschen schwer, aber wir sollten trotzdem ein bisschen darüber sprechen. Und es kann natürlich nur um den Unfall gestern auf der Wasserkuppe gehen mit der Cessna 172. Und wir fangen erst einmal an mit den Informationen, die mittlerweile auch ganz offiziell von der Polizei so veröffentlicht und verbreitet werden. Gestern war wunderschönes Wetter, genauso wie am Tag davor. Es ist echt nochmal richtig warm draußen geworden. Und wenn es um das Fliegen nach Sicht geht, gestern war auch kaum Wind, dann war doch gestern eigentlich bestes Flugwetter. Und den Flugplatz auf der Wasserkuppe, den kennen bestimmt auch sehr viele von euch. Ist bei schönem Wetter echt ein sehr, sehr genialer Platz. Egal aus welcher Richtung man da anfliegt, sieht alles sehr, sehr schick aus. Landschaft ist sehr schön und es macht alles wahnsinnig viel Spaß. Gerade bei Segelfliegern ein sehr beliebter Platz und vor allem ein sehr bekannter Platz. Und deswegen ist mir das Video auch sehr wichtig, weil ich ganz genau weiß, dass hier viele von euch dabei sind, die eine Privatpilotenlizenz haben oder die einen Lappel haben oder die eine Segelfluglizenz haben. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass viele von euch die Wasserkuppe oder den Flugplatz auf der Wasserkuppe in- und auswendig kennen und da gerne starten und landen. Und deswegen ist das auch nichts Neues für euch. Gestern ist eine Cessna 172, also der Klassiker, auf der Wasserkuppe gelandet und wollte danach wieder abheben. Sowas nennt man auf Deutsch Aufsetzen und Durchstarten oder auf Englisch Touch and Go. Die Maschine schoss allerdings über die Bahn hinaus, erwischte dabei drei Personen und tötete diese. Das ist erstens ein ziemlich tragischer Unfall, zweitens ein Unfall, der soweit ich weiß, auf der Wasserkuppe auch noch nie passiert ist. Aber gut, was wissen wir noch? Das Flugzeug war eine Cessna 172, also der absolute Klassiker. Ganz nebenbei der meistgebaute Flugzeugtyp auf der ganzen Welt. Und hier eine Maschine im Privatbesitz, vier Sitzplätze, wahrscheinlich 160 PS. Und eigentlich immer das perfekte Flugzeug für Rundflüge, für Ausbildungsflüge oder was auch immer. Ist einfach ein ziemlich geniales Teil und für ziemlich viel zu gebrauchen. Der Flugplatz hat eine einzige Start- und Landebahn. Diese Piste ist wirklich nicht sonderlich üppig, 670 Meter lang und nur 15 Meter breit, was echt nicht viel ist. Dazu kommt, der Flugplatz liegt auf 900 Metern, also auf ungefähr 3000 Fuß. Damit ist es der höchstgelegene Flugplatz in ganz Deutschland. Und wer schon mal mit einer 172 geflogen ist und in 3000 Fuß Vollgas gegeben hat, der weiß,
die ist da schon ganz schön am Hecheln und Arbeiten und so richtig in die Höhe schießen tut die nicht mehr. Der 56-jährige Pilot der Maschine befand sich also gestern mit seinem Flugzeug im Anflug auf die Wasserkuppe. An Bord hatte er noch 3 weitere Personen. Die Maschine hat ja 4 Sitze und es saßen also 4 Männer in diesem Flugzeug. Dabei hat die Cessna 172, wie so ziemlich jedes Flugzeug in dieser Größen- und Leistungskategorie, in dieser Leistungsklasse, ein ganz bekanntes Problem. Und zwar hat das Flugzeug zwar 4 Sitzplätze, diese sind aber, wenn es um erwachsene Leute geht, die auch ein bisschen größer sind, dann sind die Dinger nur bedingt nutzbar. Das Flugzeug wiegt nämlich leer fast 800 Kilo, darf beim Start aber maximal nur 1090 Kilo wiegen. Jetzt können wir mal kurz so ein bisschen vorrechnen. Jetzt überlegt mal, da sitzen 4 Männer drin, ja, 4 gestandene Typen. Aber wir machen sie mal ein bisschen leichter. Da sitzen 4 Männer drin, a 80 Kilo. Das sind jetzt nicht sonderlich schwere Männer. Und dann vielleicht noch 2 Rucksäcke, die insgesamt 15 Kilo wiegen von mir aus. Ich sag euch auch gerne, wie viel Sprit man dann noch mitnehmen darf. Und zwar ziemlich genau minus 62 Liter. Damit fliegt das Flugzeug nicht. Also das Ding mal eben schnell volltanken, wie das mit solchen Flugzeugen eigentlich standardmäßig immer gemacht wird. Und schon ist man entspannte 160 Kilo zu schwer. Und wir haben schon nicht so wahnsinnig böse gerechnet. Aber das macht ja auch einfach oft nichts, weil das Flugzeug fliegt ja trotzdem. Und gerade die 172er oder die Cessnas generell, die kleinen, die verzeihen einem da doch auch super viel. Und gerade bei Flugplätzen mit einer langen und breiten Bahn, da fällt es doch sowieso niemandem auf. Und wenn ich da eine Minute länger brauche, um auf 2000 Fuß zu steigen, weil ich bei meinen Rundflügen sowieso nicht mehr brauche, dann kümmert das doch echt niemanden. Wenn ich dann aber Touch and Goes versuche, mit einer vollbeladenen Cessna, auf einem Flugplatz, der in 3000 Fuß Höhe liegt und das auf einer Piste, die nicht mal 700 Meter lang ist, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Aber es ging doch bis jetzt immer gut. Das wird jeden Tag aufs Neue von sehr, sehr vielen Piloten so gehandhabt. Ich meine, ich möchte niemandem was unterstellen, ja? Schon gar nicht den Leuten, denen da gestern irgendwas passiert ist. Ja, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe und dafür bin ich auch überhaupt nicht zuständig. Aber so läuft das nun mal. Aber übertrag das jetzt mal in die zivile Fliegerei, in die zivile professionelle Fliegerei, wo eine Boeing 737 ja auch nicht jeden Tag mit 20% Übergewicht rausgeht und dadurch bedingt ja auch mit einem Schwerpunkt, der jenseits von Gut und Böse liegt. Das geht einfach nicht. Das macht man nicht nur, weil es jeden Tag irgendwie aufs Neue einfach so wieder funktioniert. Leider wird das aber mit vielen kleinen Maschinen an vielen Flugplätzen genauso gehandhabt. Hier also funktionierte das Touch-and-Go-Manöver mit der Cessna 172 gestern nicht. Das Flugzeug schoss über das Ende der Bahn hinaus, durchbrach eine etwas hinter der Bahn stehende Schranke und rollte über die dahinter quer verlaufende Straße. Dort stand, wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, eine Mutter mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn. Alle 3 sind tot. Gestern Nachmittag und gestern Abend bzw. auch noch heute Morgen wurden alle möglichen Spuren von den zuständigen Behörden sichergestellt. Das ist zum einen die Kripo Fulda und die bei solchen Unglücken immer benachrichtigte Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Da versuchen Ermittler jetzt vor Ort den Unfallhergang ganz genau zu rekonstruieren und da ganz klar die Ursachen zu erkennen. Und man sieht auf den Bildern, dass die Schranke, die das Flugzeug mitgenommen hat, auch die Cockpitscheibe durchschlagen hat. Dabei wurden die 4 im Flugzeug sitzenden Männer auch leicht verletzt, sodass die dann auch ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ansonsten sieht diese Seite vom Flugzeug ja auch gar nicht so wild aus. Die andere Seite sieht dann allerdings ein bisschen anders aus. Da kann man erkennen, dass dabei 3 Leute gestorben sind. Da findet ihr wahnsinnig viele Bilder zu im Internet. Also falls ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr das im Internet suchen und werdet das auch finden. Von mir bekommt ihr die Bilder an dieser Stelle jetzt natürlich nicht. Und ja, am Ende ist es einfach ein tragischer Unfall, bei dem man jetzt wieder eine ganze Menge spekulieren kann. Und glaube ich auch darf, wenn man nicht voreilige Schlüsse als Fakten verkaufen will. Und dann wollte ich nochmal auf das zurückkommen, was ich bereits am Anfang erwähnt hatte. Ich weiß, ich bin jetzt nicht in der Position, wo ich mich jetzt hier als Moralapostel hinstellen kann und dann Hinweise, Ratschläge und Regeln verteilen kann für Leute, die vielleicht deutlich mehr Erfahrung in der Fliegerei haben, als ich das habe. Aber ich kann so ein bisschen zum Diskutieren anregen, glaube ich. Und ich weiß, viele von euch haben eine Lizenz und viele von euch haben die auch schon sehr lange und vielleicht 10.000, 12.000 Landungen an ihrem Heimatflugplatz gemacht und damit wirklich viel Erfahrung und viel Know-how gesammelt. Aber ein guter Pilot kann und sollte wahrscheinlich immer ein bisschen was dazulernen. Und es gibt nun mal sehr, sehr große Unterschiede zwischen der professionellen Zivilfliegerei und zu dem, was man privat machen kann. Und jetzt kommt man nicht mit, in irgendwelchen Ländern kann man für 20 Dollar eine Lizenz kaufen und dann Flugzeug fliegen gehen und hier in Deutschland ist das alles sehr streng und kompliziert. Aber ganz im Ernst, das ist es nicht. Man braucht nicht viel Zeit, bis man ein kleines Flugzeug fliegen darf. Und es sind nun mal einfach mehr Faktoren zu beachten als beim einfachen Autofahren. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Meinung dazu und ich bin auch sehr offen für eure Meinung dazu. Aber ist es nicht ein bisschen komisch, dass es scheinbar völlig normal ist, dass an vielen Flugplätzen von vielen Piloten verantwortet, ein Flugzeug in dieser Größe so gut wie jeden Tag viel zu schwer rausgeht und damit alle Werte, die im Handbuch stehen, eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr machen, nur weil es halt eben jeden anderen Tag auch sonst funktioniert hat.
Oder ist es nicht ein bisschen komisch, dass an einem Flugplatz mit einer Flugschule vielleicht 5, 6 Cessnas in einer Platzrunde hängen, alle hintereinander mit Solo-Flugschülern drin, die nicht einmal 20 Flugstunden auf der Uhr haben und kein Flugzeug ist mit einem Kollisionswarngerät oder ähnlichem ausgestattet. Und dann kommt das schon mal vor, dass sich jemand falsch rum in die Platzrunde einordnet oder sowas und niemanden stört. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Also versteht mich bitte nicht falsch, da gibt es sehr, sehr vorbildliche Flugschulen und auch Fluglehrer, die das wirklich gut machen und da viel, viel Wert drauf legen und auch viel Wert darauf legen, dass du die richtigen moralischen und einfach für dich wichtigen Werte mitbekommst, wenn es ums Thema Flugzeugfliegen geht, gerade wenn du noch sehr, sehr jung bist. Aber es geht halt eben auch anders. Und es ist privat durchaus anders möglich. Wir dürfen, glaube ich, einfach nicht vergessen, dass, egal wie jung und toll man ist, dass man da ein Flugzeug bewegt und dass man mit einem Flugzeug sich selbst und auch anderen sehr, sehr großen Schaden zufügen kann. Wenn das Wetter zu schlecht ist, dann fliegt man nicht. Oder wenn man sich nicht gut fühlt, dann fliegt man auch nicht. Oder spätestens dann, allerspätestens dann, wenn man Touch and Goes auf einem 3000 Fuß hohen Platz mit einer nicht mal 700 Meter langen Asphaltbahn üben möchte, dann fliegt man da nicht überladen hin. Und wenn man dann merkt, oder wenn man sich wundert zum 5. Mal hintereinander, warum das Flugzeug komischerweise wieder so schlecht steigt und einem dann irgendwann mal wieder auffällt, dass man zum 5. Mal jetzt mit gezogener Carburetor Heat and Takeoff geflogen ist, dann sollte man vielleicht doch mal ganz konsequent und ehrlich an gewissen Dingen arbeiten. Und das gilt natürlich nicht nur für Motorflieger, sondern in entsprechender Form dann auch für Segelflieger. Vor 2 Monaten in Hamburg oder jetzt gerade erst Ende letzten Monats hier in Essen-Mülheim. Die Jungs, die sich da mit ihrem Segelflugzeug, die haben sich beide in den Boden gebohrt und sich damit beide sofort umgebracht. Das muss ja nicht sein. Und damit war es das für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Und wie gesagt, diskutiert gerne mal ein bisschen. Ich weiß, viele von euch haben viel Erfahrung bei solchen Themen, also wenn es um das Thema Privatfliegerei geht. Und ich bin sehr gespannt, da ein bisschen was von euch zu hören. Also ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder, dann auch wieder hoffentlich mit erfreulicheren Themen. Und ja, bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.